auf die Veilchen. Ja, dazu noch Muttertag. Schöne Grüße an alle Mamas da draußen. Ohne euch wären wir nicht die, die wir sind. Und weil das alles noch nicht genug ist, habe ich mir heute auch noch Verstärkung geholt. Mein heutiger Co-Kommentator heißt Peter Stöger. Servus Peter. Servus. Schön, dass du da bist. Ja, ich hoffe, bei dir ist jetzt auch, was die Vorfreude auf dieses Derby betrifft, befindest du dich auf dem Höhepunkt gerade. Ja, ich freue mich wirklich. Es ist das vierte Derby in der Saison. Und ich war beim letzten auch dabei. Es war echt eine coole Geschichte. Sensationelles Derby. Viele Szenen, viele Tore, Ausschlüsse. Es wird nicht weniger interessant heute. Es ist ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Eigentlich ist wirklich Verlieren verboten. Ja, mal sehen, wie die Mannschaften mit dieser Drucksituation jetzt nochmal umgehen. Ja, wir blicken auf die Aufstellung. Der Wiener Austria, Michael Wimmer, hat sich für folgende Grundformation entschieden. 3-5-2-3-9 im Vergleich zur 1-2-Heimniederlage zuletzt gegen Sturm Graz. Lukas Mühl, der Kapitän, ist zurück. Er setzt hinten in der Dreierkette Johannes Handel. Dazu James Holland, Matthias Braunöder, der hatte Magen-Darm-Probleme unter der Woche. Und links ersetzt Doron Leitner, Baltaxa. Sein israelischer Landsmann traf er zuletzt, aber Doron Leitner, der war am Ende des Grunddurchgangs beim 2-0 der Mann des Spiels, ein Treffer, dazu eine Torvorlage. Und vom mentalen Aspekt her befinden wir uns bereits im Tunnel und in jenem befindet sich auch wortwörtlich gerade Jörg Kühne, der uns jetzt noch einmal auf das in Kürze beginnende Derby einstimmt. Genauso ist es, Jörg, und das hat natürlich auch mit einer positiven Anspannung zu tun, Peter, ein Wiener Derby. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, gehört, das ist und bleibt einfach immer etwas Besonderes. Ja, ja, klar. Es ist für mich jetzt nicht überraschend, dass wenn da noch 1, 2, 3 Minuten Zeit sind, dass das ruhiger ist. Da brauchst du nicht herumschreien. Da gehst du deinen Kollegen ja mehr am Geist als sonst irgendetwas, sondern du konzentrierst dich auf deine Sachen. Im Idealfall hast du Spieler, die so die letzten Anweisungen vom Rausgenommen, die sich durch den Kopf gehen lassen und dass sie wissen, was zu tun ist, dass sie darauf fokussiert sind, dass sie da umsetzen. Und wenn es dann wirklich der Weg rausgeht, werden es schon einmal alle brüllen und dann geht es los. Also, der Fokus ist klar auf der eigenen Aufgabe momentan. Ja, vor allem die Fans werden dann etwas lauter werden. Da gibt es auch eine sehenswerte Choreografie von den Fans der Austria. Und jetzt geht es dann eben für beide Mannschaften raus auf das nasse Geläuf. Angeführt werden die beiden Mannschaften vom Unparteiischen. Das ist Alexander Hacker. Ja, und von den äußeren Bedingungen her sind wir dann eher im britischen Bereich angesiedelt. Es regnet weiterhin wie bereits den gesamten Sonntag. Ja, und für Mitte Mai hat es aktuell überschaubare 12 Grad. Es ist also sehr frisch, aber die Fußballer auf dem Feld, die werden sich dann in Kürze alle heiß laufen. Also sehr schöne Einstimmung von den Austria-Fans. James Holland ist einer von insgesamt 3 Neuen bei der Wiener Austria. Dazu links Doron Leitner. Beim 2-0 Heimsieg in der 22. Runde, ich habe es schon erwähnt, war er der Spieler des Derbys. Verletzte sich ja in der 24. Runde auswärts beim 3-3 in Salzburg. 41 Jahre ist er alt. Alexander Hakam leitet heute sein insgesamt 196. Bundesligaspiel, sein insgesamt 5. Wiener Derby. Die beiden Kapitäne Guido Burgstaller und Lukas Mühl bei der Platzwahl. Und dazu natürlich auch schöne Grüße an Wien Meidling, an den VAR, Alan Kiers und seinen Assistenten Sebastian Giesamer. So, wir schulden Ihnen dann auch noch die Aufstellung von Rapid. Zoran Barisic springt im Vergleich zur 1-2 Auswärtsniederlage zuletzt in Salzburg. Und Anführungszeichen auch notgedrungen
4 neue. Da haben wir den Trainer vom SK Rapid. Page, Auer und Schick fehlen im Kader, verletzungsbedingt. Martin Mohrmann verteidigt neu links hinten. Dazu Denso Casius, die Leihgabe des FC Bologna rechts hinten. 4-2-3-1 Grundformation, Ferdi Treuf. Da findet der Solospitze Guido Burgstaller ran und Oliver Strunz hat gegenüber Marco Grüll den Vorzug erhalten. Peter, für dich etwas überraschend, nicht unbedingt, dass er wieder mitwirken darf, Denso Casius. Ich weiß, der Spieler, der gefällt dir, aber insgesamt Ferdi Treuf, viel Körperlichkeit und Torgefahr. Ja, also Ferdi Treuf ist ein Spieler, der meiner Meinung nach letzte Saison gezeigt hat, was er für Möglichkeiten hat, mit seiner Körperlichkeit auch Tore zu erzielen. Das war auch der Grund, warum man sich da entschieden hat, ihn zu verlängern. Bisschen überrascht, dass Grüll nicht dabei ist, aber na, im Offensivbereich sind sie eigentlich gut aufgestellt. Also ist vieles möglich, genauso wie bei Austria. So, das 340. Wiener Derby ist eröffnet. Die Austria beginnt hier gegen den SK Rapid von rechts nach links und beinahe hätte sich da gleich die erste Möglichkeit aufgetan. Marvin Martins. Und dann gleich einmal gut zu sehen, der Dreieraufbau der Wiener Austria, die drei Innenverteidiger, Marvin Martins zentral, links davon, weil Linksfuß Matteo Meisel und rechts der Kapitän Lukas Mühlen, wir haben es gehört. Sein Vertrag läuft aus und Manuel Ortlechner, ja, schauen wir mal, ob er den verlängert bekommt. Dominik Fitz, Handspiel von Oliver Strunz, jetzt beginnen dann wieder die Diskussionen. Für mich der erste Eindruck, der Arm war nicht abgespreizt, es war keine Absicht vorhanden und somit korrekt hier weiterlaufen zu lassen. Und Peter, jetzt darfst du. Gut, der Arm ist draußen. Ja, also ewige Diskussion, Name. Also schießt ihn am Fuß, von seinem Fuß geht er an die Hand. Für mich sind das alles keine Strafstöße, weil ich sehe keine Absicht, es gibt eine Verbreiterung, was auch immer da alles diskutiert wird. Meiner Meinung nach kein Elfmeter. Ja, wir sind gespannt, es wird natürlich jetzt gecheckt. Der VAR blickt sich diese Szene noch einmal an und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung, dass es hier keinen Strafstoß gibt. Denn, wie gesagt, für mich keine aktive Bewegung von Strunz. Und Peter, du hast es ja auch gesagt, also diese Diskussionen, die wird es dann immer geben. Und regeltechnisch, ja, wäre es auch irgendwie zu argumentieren. Ja, genau. Also das muss man halt so sagen. Die Diskussion wird es deswegen geben, weil ich schon viel absurdere Elfmeter, was das Handspiel betrifft, in der Saison gesehen habe. Aber jetzt sitze ich da. Vielleicht, wenn ein anderer Experte da sitzen würde, der... Das wäre auch nicht verkehrt dann, der wird das anders bewerten für sich und da bist du eben dann in diesem, hier ein Foulspiel, da bist du in dem Segment, wo du eben eine Einschätzungsgeschichte hast und in dem Fall war es für mich so okay. Ja, und wie du gesagt hast, das hat auch schon bei ähnlichen Situationen Elfer, sprich straflos gegeben. Ball etwas zu weit für Reinhold Ranftl. Ja, und die Stimmung bei den Rapid-Fans passt ebenso wie bei jenen der Austria. Tolle Stimmung, ausverkauftes Haus, genauso wünschen wir uns das beim Kampf um Rang 4. Denso Casius mit leichten Problemen. Darf das erste Mal seit seiner roten Karte im Wiener Derby wieder einmal mitwirken. Ferdi Treuf, der geht durch auf Nicolas Kühn. Und Christian Früchtl kann sicher zupacken. Guter Tempo-Gegenstoß des SK Rapid. Die Mannschaft von Zoran Barisic kann einmal Tempo aufnehmen. Ball wird noch leicht abgefälscht von Lukas Mühl. Also nicht ganz 4 Minuten sind hier absolviert. Es ist schon einiges los hier.
So, Rapid zieht sich wieder weit zurück, setzt hier in den Anfangsminuten auf eine Art Mittelfeldpressing. Das war ja so auch nicht ganz zu erwarten. Zoran Barisic meinte im Vorfeld dieser Begegnung, wir festigen uns schon langsam im 4-3-3-System gegen den Ball. Und in Salzburg war Rapid zu Beginn gleich gut drinnen im Match. Trotzdem gingen die Salzburger in Führung. Und die Wiener Austria, die verschlief ja in der Anfangsphase hier zu Hause gegen Sturm komplett, ja, den ersten Durchgang. Michael Wimmer versucht da gleich einmal mit Emotionen und lautstarken Anweisungen für Impulse von draußen zu sorgen, wie so oft. Freistoß für Rapid nach dem Foulspieler Nicolas Kühn. Ja, eine spannende Anfangsphase. Man sieht, okay, es ist nicht so wahnsinnig viel abtasten, sondern wenn es Möglichkeit gibt, versucht man gleich in den gefährlichen Bereich des Gegners reinzukommen. Hat schon was, ja. Aber ich glaube, es ist auch beiden Mannschaften klar mit dem Sieg. Vor allem für Rapid auch, können sie schon einen großen Schritt machen Richtung Platz 4. Ja, definitiv. Und da haben wir noch einmal das klare Foulspiel von Mühl an Kühn. Und jetzt gibt es Corner für die Gäste. Guido Burgstaller, der Kapitän, ist der Führende der Torschützenliste. Hat bisher 18 Treffer auf seinem Konto. Und Christian Früchtl teilt gleich einmal seine Vorderleute ein. Auf der Linie und im 1 gegen 1 ist er teilweise ja, überragend. Kritik gibt es immer wieder für seine fehlende Strafraumbeherrschung. Der geht komplett durch. Der 42-jährige Deutsche hat vor Spielbeginn gemeint, Michael Wimmer, der Fokus liegt ganz klar auf der eigenen Mannschaft. Bestreitet heute sein 13. Pflichtspiel als Cheftrainer der Austria, sein bereits drittes Wiener Derby. Und das wissen Sie natürlich, die Violetten sind in dieser Spielzeit gegen Rapid noch ungeschlagen. Und wenn Sie auch schon bei unserer Vorberichterstattung dabei waren, wurde ja erwähnt, eine Saison mit 4 Siegen, die gab es überhaupt nicht. Aber Peter, du kennst die Geschichte noch ganz gut, 2012, 2013, da gab es 3 Siege. Für dich und deine Elf, die Wiener Austria, und ein Unentschieden. Ja, da bin ich Ihnen heute noch böse über seine Unentschieden. Also, schöne Grüße auch an dieser Stelle an unseren Analyseexperten Marko Stankovic. Aber er war nicht einer der Hauptschuldigen daran. Nein, er war genauso schuldig, wie er viel dazu beigetragen hat, dass wir Meister geworden sind. Sehr schön. Doran Leitner auf Dominik Fitz, der fordert immer wieder den Ball auf Seiten der Violetten. Und was ich ganz interessant finde beim SK Rapid ist so phasenweise die Positionierung von Ferdi Treuf. Der bewegt sich da immer wieder auf Höhe von Roman Kerschbaum, gibt teilweise den zweiten Sechser vor der Viererkette des SK Rapid. Ranftl versucht durchzustecken auf Haris Tabakovic, gut verteidigt von den Hütteldorfern. Ja, es schaut eben so aus, dass Kerschbaum, ich würde sagen, der alleinige Sechs spielt und die anderen, es ist so ein bisschen 4-1-4-1, so wie es aussieht. Und Ferdi Treuf ist dann nicht immer nur so quasi hängend hinter Burgstaller, sondern ist mal auf der Seite und Strunz ist dann auf einer Halbposition. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist eine Ausrichtung wirklich, dass sie auch vom Spielaufbau und auch, was das Verteidigen betrifft, so aus einer 4-1-4-1-Situation rauskommen wollen. Ja, Niklas Hedl musste da nach der abgerissenen Hereingabe von Reinhold Ranftl nicht mehr eingreifen. Dann bei eigenem Ballbesitz sieht es bei Rapid nach einem 4-2-3-1 aus. Aber wir werden das natürlich noch weiter beobachten, was sich da Zoran Barisic überlegt hat. Bei der Wiener Austria ganz klar die Struktur
die drei Innenverteidiger, dann vier Mann Mittelfeld. Dominik Fitz bewegt sich zwischen den Linien, sprich zwischen dem zentralen Mittelfeld und dem Doppelsturm der Austria. Sehr überlegt gemacht von Manfred Fischer. Und die Austria versucht hier gleich einmal Tempo aufzunehmen. Dominik Fitz in den Lauf von Reinhold Ranftl. Und jetzt gibt es den Corner der Veilchen. Reinhold Ranftl, der Austria, möchte die Leihgabe von Schalke 04 unbedingt über diese Saison hinaus halten. Gestern gab es ja für die Königsblauen auswärts beim FC Bayern München eine herbe 0:6 Auswärtsniederlage. Dominik Fitz, der kommt recht vielversprechend und dieser Abschluss misslingt James Holland dann voll und ganz. Aber das Tore-Schießen ist ja auch nicht so seins. Das ist nicht seine Kernkompetenz, ja. Sehr schön formuliert. Manfred Fischer möchte den Ball, bekommt ihn auch von Matteo Meisel. Gute Spielverlagerung auf Andreas Gruber, der ja aufgrund von Knöchelproblemen fraglich war, ist aber noch matchfit geworden. Hier sucht er seinen Sturmpartner Aris Tabakovic. Und die Austria ist hier weiterhin um Kontrolle bemüht. Ist hier in den ersten, ja, noch nicht ganz 12 Minuten für mich das aktivere Team. Ja, es ist halt auch so, dass Rapid ihnen auch diese Ballbesitz, diese Menge an Ballbesitz zu einem großen Teil überlässt. Und Foulspiel von Cassius an Leitner. Und dann gibt es gleich die Ermahnung durch Alexander Hakam. Wie gesagt, er leitet heute sein fünftes Wiener Derby, sein vorerst letztes. Das war im August 2017, da war einiges los. Rapid gegen die Austria 2:2. Hier gibt es dann zu Recht die Ermahnung von Cassius. Alles in sehr hohem Tempo gegen Doron Leitner. Und da gab es ja kurz vor Ende dann noch den Ausgleich durch Raphael Holzhauser per Elfer. Gegen vier Treffer hätten wir heute auch überhaupt nichts einzuwenden und uns ist es völlig egal, wer die Tore erzielt. Foulspiel von Marvin Martins. Und dann sind wir wieder beim Thema Standardsituationen aus Sicht der Wiener Austria. Das weiß auch Zoran Barisic. Die Mannschaft von Michael Wimmer musste im bisherigen Saisonverlauf nach einem ruhenden Ball bis jetzt schon 17 Gegentreffer hinnehmen. Nächster Eckball. Martin Moormann mit dem Abschluss. Roman Kerschbaum bespricht sich dann noch mit Nicolas Kühn. Sieht nach einer einstudierten Variante aus. Geht aber nicht auf, wie gewünscht. Ich hoffe, das war nicht einstudiert. Du meinst den Fehlpass? Ja. Nein, es ist ja, ich habe nicht viel Idee dahin gesehen. Es kann sein, dass sie besprochen haben, wie zweite Ecke oder sonst irgendwas. Spielen wir so, aber dann bin ich der Meinung, dann müssen die Spieler selbst erkennen, zu dem Zeitpunkt keinen Sinn.
Gut verlängert von Ferdi Treuf auf Guido Burgstaller und dann der Abschluss noch von Nikolaus Kühn. Also Rapid mit den besseren Offensivaktionen. In der vierten Minute gab es schon den Schuss von Nikolaus Kühn. Hier eventuell war es sogar ein Austrianer, der unfreiwillig verlängert auf Guido Burgstaller. Christian Früchtl kann sich auszeichnen und ist auch anschließend beim Versuch von Kühn zur Stelle. Ja, die Strafraumszenen gehören eindeutig Rapid. Das ist das, was ich meine. Sie überlassen der Austria das Spiel. Gibt da zwei Zugänge zu der Geschichte, wenn ich sage, ich überlasse Austria das Spiel. Wenn die Austria im Spiel ist und im Offensivbereich, haben sie Qualität, könnte ihnen Sicherheit geben. Auf der anderen Seite, wenn sie Bälle verlieren, wird Rapid spekulieren mit Umschaltsituationen, wo die Austria schon das eine oder andere Mal in der Saison große Probleme gehabt hat. Ne? Etwas mehr als eine Viertelstunde ist hier in der ausverkauften Generali Arena absolviert. Die Austria mit deutlich mehr Ballbesitz. Die Mannschaft von Michael Wimmer tut sich aber noch weiterhin schwer, entscheidend vor das gegnerische Tor zu kommen. Vielleicht jetzt über Manfred Fischer. Da wäre ein Schuss aus der Distanz auch eine Möglichkeit gewesen. Er sucht aber Reinhold Ranftl. Also es gab schon eine kurze Aufregung im Strafraum von Rapid. Oliver Strunz nach wenigen Augenblicken nach Wiederbeginn war mit der Hand dran am Ball. Die Meinung des Unparteiischen und auch VARs lautete, kein strafbares Handspiel. Danach Rapid zweimal bzw. dreimal gefährlich, zweimal durch Kühn, einmal durch Guido Burgstaller. Und die Austria geht deutlich früher drauf als Rapid. Foulspiel von Ranftl an Guido Burgstaller. So, und das war die Doppelchance der Rapidler nach dem Einwurf von Mohrmann. Burgstaller probiert es aus kurzer Distanz und der Abschluss von Kühn fällt dann aus Sicht von Rapid zu zentral aus. Ja. Zweimal nicht viel zu tun für Früchtl. Gut, aber gegen Burgstaller war es schon schwieriger. Ja, trotzdem. Zweimal richtig zentral auf ihn der Ball gekommen. Hat er gut reagiert, aber Manfred Fischer geht auf Nummer sicher nach dem Freistoß der Gäste. Wien Austria ist ja mittlerweile seit 10 Bundesligaspielen gegen die Hütteldorfer ungeschlagen. Den vorerst letzten Rapid-Sieg gab es am 1. September 2019. 3:1 bei der Austria. Und im Kampf um Rang 4 führen die Hütteldorfer durch das aktuelle 0:0 weiterhin mit 2 Zählern Vorsprung auf die Austria. Für Sie der Hinweis auf unseren vollgepackten Montag. Ab 19 Uhr ist es alles Taktik mit Marco Stankovic und Walter Kogler. Dann gibt es die Abstauber, da wird Haris Tabakovic von der Wien Austria angerufen. Und dann auch noch Talk und Tore, das Nachspiel der Begegnung Austria-Lustenau mit dem WRC. Ein alter Bekannter, Manfred Schmidt-Peter ist zu Gast. Und Alexander Schneider, Sportdirektor von Austria-Lustenau. Werde mal reinziehen. Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht. Es wäre nicht akzeptabel. Natürlich nicht. So, Reinhold Ranftl ist ja nicht ganz einverstanden mit der Beurteilung von Schiedsrichter Alexander Hakam. Ich glaube, es geht okay. Denke ich auch.
absolut. Das Vergehen an Nicolas Kühn. So, und Haris Tabakovic. Zusammenstoß. Niklas Hedl mit Michael Solbauer. Letztgenannter bleibt liegen, hat da einen unglücklichen Schlag abbekommen. Und beinahe wäre er durch ein Zufallsprodukt erfolgreich gewesen. Haris Tabakovic. 14 Mal hat er bis jetzt in dieser Saison getroffen. Da haben wir noch einmal Solbauer, Oliver Strunz mit dem Fehlpass. Guter Einsatz dann des Innenverteidigers. Und Kevin Wimmer kann am Ende noch ausputzen. Und da hätte ich jetzt gar nicht so genau erkannt, wie sich Michael Solbauer verletzt hat. Niklas Hedl segelt durch die Lüfte. Ja, es war das Zuspiel von Strunz, war natürlich sehr, sehr fragwürdig, sage ich, in dem Bereich den Ball dann so zurückzuspielen. Ja, viel zu unpräzise. Vor allem auch an und für sich ohne jeglichen Druck. Genau. James Holland. Hat er sich nicht ganz getraut? Man fehlte irgendwie so die letzte Überzeugung. Das nächste Foulspiel und jetzt wird es dann auch einmal ein bisschen hitzig. Das gehört auch im Derby dazu. Und Alexander Hakam zeigt dann James Holland sofort die gelbe Karte aufgrund der Unsportlichkeit. Zunächst das Foulspiel, das klare an Guido Burgstaller. Der Stürmer möchte das Spiel schnell machen. James Holland stellt sich ihm in den Weg. Sperrt somit den Ball. Und so gibt es hier in der Generali Arena am heutigen Abend die erste Verwarnung. Das Ganze nach etwas mehr als 20 Minuten. Martin Moormann klärt zur Ecke. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich notwendig war aus Sicht des SK Rapid. Niklas Hedl hätte den Ball ohne Probleme aufnehmen können. Ja, sicher. Schlechte oder gar keine Kommunikation in der Situation. Ja. Dominik Fitz führt aus. Der kommt gut und die Wien Austria führt mit 1:0. Haris Tabakovic mit seinem 15. Saisontor, 23. Minute. Ja, und Jubel sieht anders aus, verhalten. Die Reaktion von Michael Wimmer ganz anders auf Seiten der Fans der Austria. Und wie oft wurde über Standardsituationen aus Sicht der Wiener Austria schon geredet. Toller Kopfball, wuchtig gesetzt. Der kommt punktgenau auf den Kopf des Schweizer Stürmers. Michael Solbauer hat das Nachsehen. Und so führen die Gastgeber hier mit 1:0. Da gibt es nichts zu halten für Niklas Hedl. Toller Kopfball. Ja, super Eckball in den Bereich, wo der Torhüter nicht verteidigen kann. Genau, perfekt. Und der richtige Spieler war auch da. Ja, und Haris Tabakovic holt den Tore-Rückstand auf den führenden Guido Burgstaller somit ein wenig auf. Dominik Fitz in dieser Saison bereits mit seiner 9. Torvorlage. Und Haris Tabakovic unterstreicht auch noch einmal ausdrücklich, wie wichtig er für die Violetten ist. Im Frühjahr war das jetzt in seinem 12. Spiel sein 13. Treffer. Wow. Beeindruckende Quote. Ja, das ist keine Frage, dass er der Spieler ist, der der Austria dazu verhilft, um den 4. Platz spielen zu können. Ich glaube, die Austria weiß auch, dass
das Entwicklungspotenzial für nächstes Jahr, um einen Schritt nach vorne zu machen, nicht unbedingt zwingend nur im offensiven Bereich ist, sondern eher im defensiven Bereich zu suchen ist. Ja, wird natürlich auch interessant zu sehen sein, welche Abgänge gibt es bei den Violetten. Haris Tabakovic, klar, der ist ein gefragter Spieler auf dem Transfermarkt, genauso Dominik Fitz und Jürgen Werner hat gemeint, also all unser Tafelsilber können wir dann auch nicht veräußern. Toller Ballgewinn von Reinhold Ranftl und perfekte Überleitung übrigens von dir, Peter. Du hast gesagt, vierter Platz, auf dem befinden sich jetzt gerade die Violetten durch den Führungstreffer von Haris Tabakovic mit einem Zähler Vorsprung auf seine Mannschaft, auf die Elf von Zoran Barisic. Heftiger Zusammenprall, Haris Tabakovic mit Roman Kerschbaum. Da schlägt es ein beim zentralen defensiven Mittelfeldspieler des SK Rapid. Aber der kann nicht nur austeilen, der kann auch sehr viel einstecken. Peter, ich weiß, du liebst das Wort Intensität. Sehr, ja. Ja. Hört man sehr oft heutzutage im Fußball. Wie viel Intensität ist bis jetzt geboten? Na doch, das ist schon in Ordnung. Also ich habe schon, als Ansatz nicht das letzte Derby herzunehmen, aber es ist viel drinnen, es waren etliche Torchancen drin, es waren Eckbälle drinnen. Es waren auch schon Zweikämpfe, die hart geführt wurden. Es sind auch unerklärliche Abspielfehler auch dabei. Also es hat alles. Ne? Das ist schon intensiv, wenn man das gerne hört. Patrick Greil, heute in etwas anderer Rolle, eine Etappe weiter hinten. Niklas Hedl kommt raus und dann gibt es hier eine kleine Slapstick-Einlage. Da schießt er seinen eigenen Mitspieler ab. Und die Austria versucht hier gleich diesen Schwung jetzt mitzunehmen. Dominik Fitz auf Haris Tabakovic. Fahne bleibt unten. 2:0, 27. Minute. Der nächste Doppelpack von Haris Tabakovic. Aber da sind wir natürlich auf die Zeitlupe gespannt. Eventuell war der Stürmer da vorne. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da alles korrekt war. Und wenn es so ist, dass es korrekt war, keine Abseitsentscheidung. Mal schauen kurz nochmal. Also hier natürlich alles korrekt. Also das Bild, das verzerrt natürlich ein wenig. Haris Tabakovic ist da vor dem Ball, aber ist da auch vor Rapid-Innenverteidiger Michael Solbauer. Vom Gefühl her sage ich jetzt einmal eher ja. Aber wir müssen das ja nicht entscheiden. Genau. Dafür gibt es eben den Wahr. Ich sage eher nein. Ich glaube, dass alles korrekt war. Aber die Art und Weise, wie dieses Tor zustande gekommen ist, das war schon vom Allerfeinsten, von hinten rausgespielt, mit einem Kontakt von Fitz. Und, der Check läuft, ja, Peter Zuspiel. Ja, ja. Und mal sehen, was passiert. Aber der Spielzug und die Art und Weise war außergewöhnlich gut. Schnell, direkt, zielstrebig und schon wieder Dominik Fitz weiter auf Haris Tabakovic. Ja, und die kalibrierte Linie, die muss eben ganz klar und deutlich gezogen werden. Und da gibt es dann auch keine Diskussionen. Das ist eine faktische Entscheidung. War Haris Tabakovic hier vorne? Nein, er war es nicht. Die Wiener Austria führt mit 2:0. Der Treffer wurde soeben bestätigt. Haris Tabakovic mit dem Doppelpack und seinem 16. Saisontor. Und die Wiener Austria zeigt sich eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Hocheffizient. Ja, das war ein 4 Minuten und 15 Sekunden lagen zwischen diesen beiden Treffern der Violetten und es war deutlich kein Abseits von Haris Tabakovic. Peter, gut, dass ich dich an meiner Seite habe. Ich weiß. Ein wahrer Experte. Nein, so. Es ist halt so, dass die Austria die feinere Klinge in dieser Saison hat im Vergleich zu Rapid. Auch im letzten Derby war das so. Und im Offensivbereich haben sie sich gefunden, der Zehner, der Neuner, das passt.
Und so wie ich sage, ich glaube, sie müssen schauen, dass sie, welche Veränderungen auch kommen, wenn gute Angebote kommen, hat man gesagt, da muss man dann vielleicht im Offensivbereich auch wieder was nachjustieren, aber im Defensivbereich sollte man ansetzen. Wir hoffen, dass es bei Oliver Strunz weitergehen kann. Das Foulspiel kam von Matteo Meisel und Alexander Hakan bleibt seiner Linie treu. Der Eigenbauspieler verlängerte ja seinen Vertrag unter der Woche vorzeitig bis Sommer 2027. Da gab es überhaupt bei Rapid schon wichtige Vertragsverlängerungen, jene von Niklas Hedl, dann auch mit Leopold Querfeld und Jonas Auer, die beiden Letztgenannten an dieser Stelle. Gute Besserung, sie fehlen verletzungsbedingt, ebenso wie Hofmann, Dibon, Schick und Page. Und bei der Wiener Austria sind auch leider einige Spieler weiterhin verletzt. El Shaiwi, Ragusch, Wustinger, Huskovic, Galvao und Kelesch. Auch an diese Herrschaften natürlich gute Besserung. Leitner im guten Zusammenspiel mit Dominik Fitz. Da war auch für mich kein Foulspiel von Cassius. Ich glaube, da war der Ball nicht so noch dabei. Ja, genau. Aber gutes Gegenpressing der Violetten über Manfred Fischer. Sein Arbeitspapier bei der Austria gilt ab sofort bis Sommer 2027. War eine gute Entscheidung von Austria. Ich glaube auch eine gute Entscheidung von ihm. Aber wir reden ja dann immer von den Entscheidungen, dass es für die Vereine gut ist. Und diese zwei Herrschaften, die sitzen oft nebeneinander. Links Steffen Hofmann, Geschäftsführer des SK Rapid, und rechts, schon erwähnt, Christopher Dibon. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft aus. Es ist noch nicht klar, ob er in welcher Form auch immer noch bei Rapid weitermachen wird können. Diese ewige Geschichte, wirklich schade. Toller Fußballer Christopher Dibon, aber der Körper hat sehr oft leider nicht mitgespielt. Und bei den Grün-Weißen wird es wohl verletzungsbedingt den ersten Wechsel geben. Marco Gröhl macht sich schon bereit. Für einige doch überraschend, dass er nicht von Beginn weg dabei war. Nicolas Kühn vertritt ihn auf der linken Seite, aber Oliver Strunz ist für Marco Gröhl neu in die Startformation reingerutscht und jetzt ist es Gewissheit, es gibt den ersten Wechsel auf Seiten der Gäste. Oliver Strunz hat sich in der vorherigen Situation anscheinend doch, ja, schlimmer möchte ich jetzt nicht sagen, aber so sehr verletzt, dass es eben bei ihm nicht mehr weitergeht. Und Marco Gröhl übernimmt dann sofort die Position auf dem linken Flügel. Kühn geht rüber auf rechts und vom Spielerprofil her unterscheiden sich die Akteure nur in Nuancen. Patrick Greil, Manfred Fischer, ja, mit dem doch eher robusteren Einstieg. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist absolviert. Die Wiener Austria führt mit 2:0 gegen den SK Rapid. Toller öffnender Pass auf Andreas Gruber. Doron Leitner und Tabakovic besetzen sofort den gegnerischen Strafraum. Dominik Fitz, herrliche Ballbehandlung. Ranftl mit der Reingabe. Manfred Fischer. James Holland, gut weitergeleitet von Manfred Fischer. Und die Austria wirkt auch klarer in den Offensivbemühungen. Da geht es sehr oft über die rechte Seite, über Reinhold Ranftl. Die Mannschaft von Michael Wimmer macht das Spiel auch immer dadurch, also sie haben breit. Sie haben natürlich jetzt eine Situation, da sehen sie sich gern auf Platz 4. Also Rapid schafft es meiner Meinung nach nicht, diese gefährlichen Pässe hinter die letzte Kette zu verteidigen. Also sie schaffen es in dem Fall nicht, die meiste Zeit ist es Fitz.
Der hat zu viel Raum, der hat Qualität, klar, aber die muss ich versuchen zu kontrollieren. Und dann geht immer wieder wer durch. Meistens ist es über die rechte Seite. Und da haben sie halt schon so ihre Schmerzen, muss man echt sagen. Reinhold Ranftl hat sehr viel Platz vor sich. Kann da ungestört über den halben Platz marschieren. Ja, in diesen 35 Minuten hat Austria als den fußballerisch klareren Plan. Es wirkt klarer, stimmiger. Die Abläufe wirken eingespielter. Und das ist ein Problem für Rapid. So, das strafbare Anspiel von James Hollands. Er macht seine Sache bis jetzt im Zentrum bei der Austria sehr ordentlich. Ja. Also James ist ein total verlässlicher Spieler. Ich kenne ihn sehr lange, ich schätze ihn extrem. Ist ein Mannschaftsplayer, also der ist für die Jungs da, für den Club da. Es ist halt immer noch die Frage, wie fit ist er. Und jetzt die Möglichkeit für Rapid, der Anschlusstreffer durch Guido Burgstaller. Das ging jetzt sehr schnell, 36. Minute. Überragender Spielzug, überragend, wirklich. Das 19. Saisontor des Stürmers. Und somit ist hier wieder sehr viel Spannung drinnen. Und wenn wir schon bei der Klarheit in den Offensivaktionen waren. Hier war auf Seiten der Gäste reichlich vorhanden. Der Ballgewinn über Patrick Greil. Guido Burgstaller mit der guten Übersicht auf den Freien. Denso Casius, da ist alles sauber. Also der Pass des Rechtsverteidigers ist überragend. Und klar, die Gegenwehr der Wiener Austria, die war sehr überschaubar. Also wenn du schaust, dass Burgstaller, ich weiß nicht, 40 Meter vom Tor den Ball nach außen spielt und dann unbedrängt zum Abschluss kommen kann, dann ist hier sicher was falsch gelaufen. Das werden wir dann wahrscheinlich in weiterer Folge noch das eine oder andere Mal sehen im Laufe des Tages. Aber das Zuspiel von Casius, diesen Raum zu erkennen, den Ball dort reinzuspielen, das ist großes, großes Kino, wirklich. Macht Spaß. Und das Schöne ist es, wenn ich hier sitze und war beim letzten Derby in Hütteldorf dabei, schön, dass die Mannschaften da weitermachen, wo sie eben aufgehört haben. Also es ist ein Spektakel, es ist eine offensive Idee und Rapid ist jetzt mit der, will ich nicht sagen überraschend, aber so wie das Spiel gelaufen ist die letzte Viertelstunde, dann doch wieder überraschend so retour gekommen und ist wieder offen. Und es war nicht ganz absehbar, dass Rapid hier zu einem Torerfolg kommt. Klar, Guido Burgstaller, der zeigt sich dann auch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der braucht dann auch nicht viele Chancen. Und die Fehlerkette auf Seiten der Gastgeber war dann doch eine längere. Lukas Mühl wird im Gesicht getroffen. Und entscheidend war dabei auch, dass Rapid die rechte Seite gedoppelt hat über Kühn und Casius, der aufrückt. Dadurch fehlte dann auch irgendwie die Zuordnung. Casius war ohne Gegenspieler und dann gab es das wirklich prächtige Zuspiel auf Guido Burgstaller. Also es tut sich hier weiterhin einiges in der ausverkauften Generali Arena beim 340. Wiener Derby, Rapid mit dem Anschlusstreffer durch den Führenden der Torschützenliste. Ein Foulspiel nach Meinung des Unparteiischen. Roman Kerschbaum bleibt liegen. Die Partie läuft vorerst weiter. Michael Solbauer kann klären. Marco Kröll
Starkes Dribbling. So, und dann hebelt es Roman Kerschbaum gleich noch einmal aus. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für Dominik Fitz. Also, Schiedsrichter Alexander Hakam setzt ein deutliches Zeichen. Das war des Guten zu viel. Und zuvor war es für mich kein Foulspiel von Tabakovic an Kerschbaum. Nein, hätte ich auch so gesehen. Dann aber sehr wohl von Fitz am zentralen Mittelfeldspieler des SK Rapid. Das ist seine bereits sechste gelbe Karte. Aber Dominik Fitz in der Offensive hat er bis jetzt für den Unterschied gesorgt. Zweimal die Torvorlage für Aris Tabakovic. Enzo Casius, zuletzt war er ja in Salzburg nicht einmal im Kader dabei. Und vorerst letzten Wiener Derby beim 3:3 sah er in der 47. Minute nach seinem sehr heftigen Einstieg die rote Karte. Stark gemacht von Dominik Fitz. Der sucht auch immer wieder Reinhold Ranftl. Marco Gröll war als letzter dran. Somit gibt es den nächsten Eckball der Violetten. Und wir erinnern uns, da war die Mannschaft von Michael Wimmer ja heute schon einmal sehr erfolgreich. Dominik Fitz, der geht durch auf Manfred Fischer. Applaus 42. Minute. Die Austria einmal wieder mit einem absolut brauchbaren Abschluss. Intensiv geführter Zweikampf, Lukas Mühl mit Ferdi Treuf. Und Reinhold Ranftl, der spult weiterhin ein paar Meter ab. Andreas Gruber. Auch er bleibt ein absoluter Aktivposten. Reinhold Ranftl mit der Reingabe. Der Pass für Doran Leitner etwas zu weit. Michael Wimmer hätte da gerne den Freistoß. Hat da ein strafbares Handspiel von Guido Burgstaller erkannt. Ich ehrlicherweise nicht. Hätte ich auch nicht gesehen. Weiter geht's mit dem Einwurf der Veilchen. Genial, die Weiterleitung von Dominik Fitz. Er beweist weiterhin sehr viel Spielwitz. Da haben wir ihn schon wieder. Und jetzt gibt es eventuell den Konter von Rapid. Gut gelöst. Freistoß für die Hütteldorfer. Und Matteo Meisel möchte den Ball dann auch nicht gleich wieder hergeben.
Bei beiden Teams lief es ja ergebnistechnisch zuletzt nicht nach Wunsch. Die Austria wartet bereits seit 6 Bundesligaspielen auf einen vollen Erfolg. Den gab es in der 22. Runde, 2:0 hier zu Hause gegen Rapid. Gut aufgepasst von Doran Leitner. Und die Hütteldorfer sind bereits seit 4 Bundesligaspielen ohne Sieg. So, wir befinden uns bereits in der 45. Minute. 3 Minuten gibt es hier noch obendrauf in Hälfte 1. Das wird jetzt den Fans auch hier so mitgeteilt. Es gab zwar die eine oder andere Unterbrechung, auch schon 2 Checks, wobei Checks, es wird ja alles gecheckt, jede Aktion. Und jetzt gibt es die gelbe Karte für Patrick Greil und die Entschlossenheit im Gesicht von Manfred Fischer. Gelbe Karte geht in Ordnung. Aber das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Da hatte Patrick Greil keine Chance mehr auf das Spielgerät. Ja, Schiedsrichter Hacker muss man sagen, macht diese erste Halbzeit einen tollen Job. Ist alles nachvollziehbar für mich, was er gegeben hat. Klare Linie und Haris Tabakovic. Fahne bleibt unten. Sprich, ein möglicher Treffer hätte gezählt. Da war sie, die Chance auf seinen Hattrick. Und normalerweise lässt er sich so eine Chance nicht entgehen. Ja. Eventuell war er da selbst verwundert. Gute Variante, damit rechnet Rapid überhaupt nicht. Und Dominik Fitz dann mit der guten Spielverlagerung. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob der Tabakovic da nicht einen Schritt vorne war beim Pass. Aber trotzdem, dass man bei Standardsituationen, okay, der Kopfballtreffer, vielleicht kann man es besser verteidigen, aber dass man vom Gefühl her so wenig Aufmerksamkeit auf der Tabakovic hat von aus Rapid-Sicht, ist schon überraschend. Also beinahe hätte er zum dritten Mal hier getroffen, kurz vor der Halbzeit. Und wie mir gerade gesagt wird, war es kein Abseits und jetzt etwas Aufregung im Strafraum des SK Rapid. Ferdi Treuf im Duell mit Dominik Fitz. Die Austria hätte gerne den Elfer gehabt. Der zweifache Vorlagengeber liegt weiterhin auf dem Boden. Rapid spielt weiter. Und dann feiert Reinhold Ranftl seinen gewonnenen Zweikampf fast wie einen Torerfolg. So, Ferdi Treuf gegen Dominik Fitz. Also da räumt er den Spieler der Austria schon nieder. Ja, schwierig. Das ist natürlich strittige Szene auf jeden Fall. Ja, das soll man checken, aber es ist... Aber es ist natürlich, der eine ist 1,60, der andere ist 1,90. Ich meine, das ist ein ungleicher Kampf. Und er macht... Nein, also... Es ist definitiv keine klare Fehlentscheidung. Genau, da sind wir ja beim Thema. Ne? Das ist es ja. Also wir müssen, glaube ich, aufpassen mit dem VAR, dass wir uns von dem nicht komplett lossagen, dass wir alles dann checken. Es hat geheißen, die ganz klaren Fehlentscheidungen... Die soll man prüfen und möglicherweise verändern. Und das passiert in vielen Fällen. Also. Ja, bin ich bei dir. Und dann auch alles in allem in Ordnung, wenn Alexander Hakam diese Linie weiterhin vorgibt. Jetzt gab es noch den guten Abschluss von Manfred Fischer. Winkel war nicht ideal. Niklas Hedl ist im Tormann-Eck. Genau dort muss er stehen. Wir befinden uns bereits in der 4. Minute der Nachspielzeit. Jetzt könnte man den Rapidlern sagen, dass Tabakovic wieder im Strafraum ist bei der Ecke. Ja, und wer verteidigt ihn? Marco Gröhl. Auch interessant. Ja, ich glaube, auch bei der ersten Ecke war Strunz auf ihm. Dominik Fitz, der geht wieder durch auf Haris Tabakovic. Also die Austria noch mit guten Szenen hier
kurz vor der Pause. Und Peter, du hättest das ja jetzt fast angekündigt, den Treffer des Stürmers. Ja, ja, er ist halt wieder frei. Ne? Das ist schon etwas, wo ich sage, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Wenn man so sagen will, das ist, der Spielstand geht in Ordnung. Also Rapid ist sehr gut reingekommen, muss man sagen. Und da haben die Chance nicht verwertet. Rapid hat es dann, Austria hat es dann gemacht. Aber es ist ein tolles Spiel, ein tolles Fußballspiel, Spannung. Und mal schauen, für mich dann als Trainer, ja, oder ehemaliger Trainer, dann wieder interessant, was dann nach der Pause passiert, wie die Trainer das aufnehmen, was passiert ist in diesen 45 Minuten und wie sie dann darauf reagieren und wie die Mannschaft darauf reagiert. Absolut unterhaltsames Fußballspiel, das 340. Wiener Derby. Die Wiener Austria, die Heimmannschaft, führt zur Pause mit 2:1. Haris Tabakovic in der 23. und 27. Minute mit den beiden Treffern auf Seiten des Teams von Michael Wimmer. Und Guido Burgstaller hat die Begegnung in der 36. Minute nach mustergültigem Zuspiel von Denzo Casius wieder spannend gemacht. Also es ist hier noch vieles drinnen. Wir freuen uns jetzt schon auf die zweite Spielhälfte, werfen aber trotzdem noch einen Blick auf die Statistik, was den ersten Durchgang betrifft. Die Wiener Austria mit mehr Ballbesitz, hast du ja auch gesagt, Peter, weil Rapid sich da immer wieder zurückgezogen hat. Die Mannschaft von Zoran Barisic gewinnt deutlich mehr Zweikämpfe. Ansonsten dein Fazit? Ja, also Passgenauigkeit ist eben bei Austria auch höher. Das ist auch ein Wert, der mich nicht überrascht. Die Zweikämpfe ist immer so die Frage, welche Zweikämpfe gewinnst du? Manchmal reicht es, dass du die 10 entscheidenden Zweikämpfe gewinnst, um das Spiel positiv zu gestalten. Aber ich glaube, es ist relativ ausgeglichen mit Vorteilen für Austria. Spielstand ist in Ordnung so. Ja, also wir dürfen einmal durchschnaufen. Wie gesagt, die zweite Spielhälfte, die gibt es dann nach der Pause. Und apropos Pause, jetzt sind einmal Michi und Alfred gefordert. Und da freuen wir uns auch schon auf die Pausenanalyse mit euch beiden. Ich bin der Meinung, dass wir das nicht mehr so gut machen können. Ich bin der Meinung, dass wir das nicht mehr so gut machen können.
Thank you.
Wir sind zurück beim 340. Wiener Derby. Die Austria-Fans sorgen hier kurz vor Beginn der zweiten Spielhälfte für ein wenig Spektakel. Ihre Mannschaft führt zur Pause gegen den SK Rapid mit 2:1. Der Doppelpack von Haris Tabakovic in der 23. bzw. 27. Minute. Guido Burgstaller in Minute 36 mit dem Anschlusstreffer der Hütteldorfer. Und Niklas Hedl hat jetzt einmal sein Tor verlassen.
damit er da nicht irgendwie von irgendetwas getroffen wird. Jetzt kann er dann wieder vornehm zurück. Ich kann Ihnen mitteilen, beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen. Zoran Barisic hat ja schon im Verlauf der ersten Spielhälfte einmal gewechselt. Marco Gröll hat den verletzten Oliver Strunz ersetzt und weiterhin keinen Wechsel gab es auch, was das heutige Kommentatoren-Duo betrifft. Peter, du bist nicht weggelaufen. Nein, das Spiel ist zu interessant. Ja, es ist noch alles offen, es ist sehr viel Spannung geboten. Jetzt verzögert sich der Wiederbeginn ein wenig, damit sich hier der Nebel etwas verziehen kann. Damit auch Sie zu Hause oder wo auch immer Sie sich das Wiener Derby ansehen, damit Sie den Durchblick behalten. Niklas Hedl wird eingefärbt in violettem Rauch. Kannst du nur 3-4 Minuten was aus den Fingern sagen? Ich könnte jetzt viele Statistiken aufzählen, die ich mir da alle vorbereitet habe, aber ich verschone unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuseherinnen und Zuseher. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen, was ja Thema war, Ferdi Treuff, von der Positionierung her. Für mich ist klar, dass so ist der Steffen Hoffmann das gesagt hat, dass der Zoki Barisic so eine tiefe Spitze wünscht, ob es dann Burg ist oder Ferdi Treuff. Man sieht ja, dass Burgstaller sehr viel in Bewegung ist. Also einer sollte sicher ganz vorne dabei sein und der zweite sollte Kontakt haben in dem Fall. Jetzt kann man sagen, das ist eine Fehlentscheidung, das so aufzubringen, oder man könnte sagen, die Jungs haben es eben nicht hinbekommen, ne? Das so umzusetzen. Also die Idee, zwei körperlich robuste Spieler zu bringen, ist nach drei Derbys in dieser Saison, die sie nicht geschafft haben, vielleicht gar nicht der verkehrte Ansatz. Aber ich bin eben da neugierig, das werden sie auch erkannt haben, dass er nicht so im Spiel ist. Sie haben keine Veränderung vorgenommen. Das bedeutet, sie werden wahrscheinlich diskutiert haben, wie das besser funktionieren kann. Und das ist für mich jetzt einmal der interessanteste Ansatz, wenn ich mir die Formation von Rapid ansehe, dass bei Austria jetzt nicht zwingend eine Veränderung vorgenommen wurde. Das liegt auf der Hand. Ja, und im Austausch noch Alexander Hakam und Dominik Fitz. Auch da gab es ja eine durchaus strittige Szene. Das Zweikampfverhalten von Ferdi Treuff im eigenen 16er gegen den offensiven Mittelfeldspieler der Austria. Auch da gibt es natürlich viele Diskussionen. Peter, du hast es gesagt, für dich war es, beziehungsweise für uns beide, keine klare Fehlentscheidung. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn das die Auslegung des Schiedsrichters ist, wenn er seiner Linie da treu bleibt. Da haben wir noch einmal die Szene. Treuff geht da schon ungestüm in den Zweikampf, ja. Aber... Ja, er geht ungeschickt hin. Es ist ein ungleiches Duell. Ein schmächtiger Spieler gegen einen richtigen Knecht. Dann sieht man schon aufgrund des Kontakts, dass der Dominik Fitz quasi noch vorgeht und dann fällt er quasi auf ihn rauf und erwischt auch deswegen den Ball nicht. Könnte ich jetzt genauso sagen, deswegen meine ich, ist nicht eine klare Fehlentscheidung. Wahrscheinlich würde ich selber sagen, wenn er Elfmeter gegeben hätte, kann man geben. Ne? Genau, so. Wollte ich gerade darauf hinaus. Jetzt geht es einmal auf in die zweite Spielhälfte. Der SK Rapid jetzt von rechts nach links. Und Haris Tabakovic ist da gleich einmal zu Boden gegangen. Nach einem Luftduell. Und muss auch gleich behandelt werden. Da haben wir noch einmal das Duell mit Michael Solbauer. Und dann bereitet ihm die Hüfte ein paar Probleme. Das wäre natürlich ganz bitter. Bange Minuten bzw. Augenblicke für alle Fans der Austria. Co-Trainer Kotsch fragt auch noch nach. Geht es weiter bei Haris Tabakovic? Auch wir sind weiterhin gespannt. Also so ganz rund sieht da der Bewegungsablauf des Doppeltorschützen noch nicht aus. Nein, das passt.
So, und die Austria ist jetzt wieder vollzählig und weil Rapid zur Pause zurückliegt, das werden die Rapid-Fans sicherlich nicht gerne hören, aber nach einem Rückstand zur Pause gab es in dieser Saison noch keinen Sieg, lediglich ein Unentschieden, dazu satte 8 Niederlagen. Das wird Zoki Barisic in der Pause nicht gesagt haben. Definitiv nicht. Aber er wird sicherlich Ferdi Treuf mitgegeben haben. Versuche mehr Bindung zu Guido Burgstaller herzustellen. Aber jetzt frage ich mich natürlich, was glaubst du, was Zoran Barisic seiner Mannschaft zur Pause gesagt hat? Ja, in dem Fall sieht man jetzt schon, dass sie von hinten raus spielen. Sie haben schon eine Doppelspitze jetzt in dem Fall. Möglicherweise gibt es auch mehr Situationen, wo sie wechseln mit Burgstaller, dass er auf diese Position dahinter geht. Ferdi Treuf ganz nach vorne vielleicht. Also er wird ihnen schon Mut zugesprochen haben und dass sie an ihre Qualitäten glauben. Und die haben sie halt in dem Fall vielleicht nicht optimal umgesetzt. Aber sieht man ja jetzt, dass in dem Fall eben schon beide großen Spieler im Offensivbereich unterwegs waren. So, der Umschaltmoment für die Austria über Reinhold Ranftl. Dominik Fitz muss Freistoß für die Gastgeber geben. Roman Kerschbaum mit dem klaren Kontakt. Da lässt sich dann schon auch über eine gelbe Karte diskutieren, weil taktisches Vergehen. Ja. Gute Freistoßposition für die Austria. Dominik Fitz auf Andreas Gruber und Niklas Hedl kann sich auszeichnen. Erste Chance nach Wiederbeginn. Etwas mehr als 4 Minuten sind absolviert. Und das Ganze abermals nach einem ruhenden Ball. Was wurde da nicht? Die Austria dafür kritisiert. Bei Gegentreffer nach ruhenden Bällen. Offensiv machen sie es heute deutlich besser. Ja. Und es gibt zum wiederholten Male Freistoß für die Veilchen. Kevin Wimmer und Dominik Fitz haben sich dann auch noch ein paar Sachen zu sagen. Und Kevin Wimmer, den kennst du ja noch sehr gut aus deiner Zeit in Köln. Der war unter dir gesetzt. Ja. Das war ein klares Foulspiel an Andreas Gruber. Ja, war ein Foulspiel halt. Ja. Genau. Dann hat er ihn auch noch unglücklich und ungewollt im Gesicht getroffen, aber das war bei Weitem keine Tätigkeit. Nein. Hier gute Variante der Gastgeber. Also man sieht auch, jetzt der zweite Freistoß innerhalb kürzester Zeit, gibt es immer wieder noch Situationen, wo von der Rapidbank an der Zuordnung offensichtlich gearbeitet wird. Überrascht mich ein wenig, weil die Formation von Austria Wien ja gleich geblieben ist, keine Veränderungen. Da hätte man schon erkennen können, dass man bei Standards in der ersten Halbzeit Probleme gehabt hat. Das hätte man vielleicht in der Pause besprechen können. Ja, du sagst es, die Austria weiterhin in der 3-5-2 Grundformation, wobei Dominik Fitz bewegt sich da auch in Spielhälfte 2 zwischen den Linien. Zeitweise ist es auch ein 3-4-1-2-System. Reinhold Ranftl mit dem nächsten Ballgewinn und jetzt gibt es auch Gelb für Nicolas Kühn. Richtige Entscheidung. Sehe ich auch so. Und Reinhold Ranftl immer wieder mit diesen Tempoläufen beschäftigt ein ums andere Mal die Defensive von Rapid.
Und Nicolas Kühn ist ein Spieler, wenn er fit ist, dann kann er definitiv für den Unterschied sorgen. James Holland. Gute Reingabe auf Doron Leitner. Tabakovic im Duell mit Kasius. Und die Austria fordert den Pfiff von Alexander Hakam. Den gibt es aber erneut nicht. So, wir blicken noch einmal auf diese Szene. Leitner verpasst, dann Kasius im Duell mit Tabakovic. Nein, das ist für mich in Ordnung, hier weiterlaufen zu lassen. Also, das ist nie und nimmer ein Elfer. Und dann danach noch durchaus intensive Kampfführung, Zweikampfführung. Ja, wir sind wieder angekommen bei der Intensität. Sehr schön. So, und Rapid im 4-2-3-1-System. Jetzt dann wirklich mit Ferdi Treuf hinter bzw. vor Guido Burgstaller, manchmal auch an der Seite des Führenden der Torschützenliste. Und die Austria-Fans sind ja weiterhin mit dem Einsatzwillen ihrer Mannschaft sehr einverstanden. Rapid mit dem frühen Anlaufverhalten durch Guido Burgstaller und Ferdi Treuf. Gute Ballsicherung von Manfred Fischer. Kein Foulspiel. Und Ranftl probiert wieder seine Dynamik auszuspielen. James Holland. Ja, aber da wusste Kevin Wimmer sofort, was der Australier vorhat. Hat sich wieder aufgerichtet. Roman Kerschbaum. Nach dem Zweikampf mit Haris Tabakovic verliert er ganz unglücklich die Balance. Marco Gröhl, sehr entschlossen vorbei an Reinhold Ranftl und der Abschluss von Patrick Greil. Tolle Tat von Christian Früchtl. Entscheidend dabei Marco Gröhl. Ja, ja. Hat sich super durchgesetzt. Hat man das Gefühl gehabt, auch er will diese Situation auch so lösen. Er möchte in den Strafraum reinkommen. Ja, ich glaube, da wird noch ein mögliches strafbares Handspiel gecheckt. Nämlich, ich glaube, Lukas Mühl war es, wenn ich das richtig erkannt habe. Aber wir sind ja beim Fernsehen. Gut, dass wir Zeitlupen zur Verfügung haben. Hier Marco Gröhl und jetzt aufgepasst beim Pass des Offensivspielers von Rapid. Der Abschluss von Greil dann direkt auf Christian Früchtl. Für mich jetzt in der ersten Einstellung nicht eindeutig aufzulösen, ob da der Arm eventuell von Lukas Mühl draußen war. Spiel läuft schon weiter. Es gibt keinen Elfer, aber vielleicht das 2:2 für Rapid. Nicolas Kühn und Christian Früchtl kann sich wieder auszeichnen. Ferdi Treuf liegt am Boden. Also es tut sich aktuell einiges. Ja. Noch ganz kurz für dich in Ordnung. Da haben wir jetzt auch noch die Lupe. Also da gehen dann wieder die Diskussionen natürlich los. Natürlich. Also ich bin froh, wirklich, dass diese
Elfmeter so nicht gegeben werden. Weil, aber ist das keine aktive Bewegung von Lukas? Es ist eine Verbreiterung. Ja, wir haben, aber dann ist es Elfmeter. Ja, es war vorige Woche in da war ich im Studio mit Klagenfurt. Wir haben diese Situationen genauso gehabt. Mag alles sein. Da kommt bei mir eben vielleicht nicht der Regel-Junkie durch, sondern da kommt der Fußballspieler durch und da sage ich, das ist jetzt nichts Gewolltes, nichts Bewusstes, auch wenn die Hand ein bisschen draußen ist. Du musst ja schauen, dass du mit deinen Beinen irgendwo in Balance bist und sonst irgendetwas. Also da bin ich froh, dass das so ist und dass es auch richtig ist. Also in meinen Augen. Also kann man natürlich auch solche Elfmeter in der Saison schon gesehen. Nicht nur bei uns, auch in Deutschland. Kein Thema. So, und nach nicht einmal einer Stunde ist die Partie für Ferdi Treuff zu Ende. Der Niederländer ist alles andere als einverstanden mit seiner Auswechslung. Ihn ersetzt Bernhard Zimmermann, wohl positionsgetreu. Er positioniert sich da gleich in der Solospitze Guido Burgstaller. Und um auf diese mögliche Elfer-Situation noch einmal zurückzukommen, Peter, du hast es ja auch gesagt, also in solchen Szenen hat es auch schon Elfer gegeben und das ist dann regeltechnisch auch argumentierbar. Klar, vieles ist argumentierbar. Und vieles ist auch eine Einschätzung vom Schiedsrichter, wie er es bewertet. Und das war immer so und das sollte in irgendeiner Form auch immer so bleiben. Ne? Andreas Gruber blickt auf. Starker Einsatz von James Holland. Sehr feine Ballbehandlung von Nicolas Kühn. Kühn ist ein super Spieler, wirklich. Muss ich echt, wie gesagt, der Junge war leider lange verletzt, und, aber von dem, was er erkennt und von dem, wie er Lösungen hat, ist ein großartiger Junge. So, und hier noch einmal die Flugeinlage von James Holland. Weitergeleitet, zumindest gedacht, für Dominik Fitz und Nicolas Kühn. Anschließend gibt es wieder ein wenig Körperkontakt. So auch von Bernhard Zimmermann gegen Reinhold Ranftl. Er blickt auf die Uhr, Zoran Barisic. Rund eine Stunde ist hier absolviert. Seine Mannschaft liegt weiterhin im 340. Wiener Derby mit 1:2 zurück. Aber Rapid in den vergangenen Minuten mit zwei tollen Möglichkeiten. Einmal durch Patrick Greil und das zweite Mal durch Nicolas Kühn. Niklas Hedl gleich weiter auf Patrick Greil. Tolle Aktion wieder von Nicolas Kühn. Mehr Ballbesitz weiterhin für die Austria. Und schon 10 Schüsse bei den Gastgebern. 8-mal hat Rapid schon versucht. Also Chancen sind auf beiden Seiten da. Seine Mannschaft wurde nach Wiederbeginn ja durch Andreas Gruber gefährlich. Das Ganze nach der einstudierten Freistoßvariante. Und heute hört es wohl nicht mehr zu regnen auf. Es ist leider gerade kein Muttertagswetter, aber zum Fußballspiel ist es schön. Ja, zum Spiel ist es schön. Die Bauern freuen sich über den Niederschlag. James Holland, herrlich weiter auf Haris Tabakovic. 61. Minute. Schöne, gute Kombination bei den Gastgebern. Und Andreas Gruber hält sich da, glaube ich, den Knöchel. Wir blicken noch einmal auf die Top-Vorlage von James Holland. Auf engem Raum macht er das gar nicht schlecht, Haris Tabakovic. Ja. Es ist weiterhin ein Top-Spieler auf hohem Niveau, mit vielen Torchancen. Auch mit guten Torhüter-Reaktionen, wie Früchtl zweimal jetzt. Also es ist alles dabei, was ein gutes Fußballspiel haben muss. Ja, und es geht da jetzt auch überhaupt nicht darum, irgendwie
eine schlechte Nachrede gegenüber Manfred Schmidt zu haben, aber das sei schon noch erwähnt, Haris Tabakovic unter Michael Wimmer funktioniert einfach. Sowas gibt es ja auch immer wieder. Ja, gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Ne? Das ist auch klar. Jetzt, bei Manni, warum auch immer, vielleicht war er nicht so viel, ich kann es nicht sagen, ich war nicht dabei, aber hat nicht diese Möglichkeiten bekommen, sich zu zeigen. Und jetzt macht es richtig gut. Ja, und die Spielausrichtung auf Seiten der Violetten hat sich ja auch verändert durch den Trainerwechsel. Und jetzt gibt es einmal Einwurf für Rapid durch Martin Moormann. So, über diese Wechseloptionen verfügt Michael Wimmer, Georg Teigl, sehr viel Dynamik, Johannes Handl, Innenverteidiger Manuel Polster, unglaubliche Dynamik, Matthias Braunöder, dem hat ein Magen-Darm-Virus unter der Woche zu schaffen gemacht, Alexander Jukic und Dovedan werden dann noch die Möglichkeiten, die Offensive zu verstärken, beziehungsweise da einen Wechsel zu vollziehen, und Georg Teigl, der litt auch unter einem Magen-Darm-Virus, gute Reingabe, aber kein Problem dann für Christian Früchtl. Da bleibt es fehlerfrei. Ja. Saran Barisic hat ja schon zweimal gewechselt. Marco Kröll und Bernhard Zimmermann kamen neu in die Begegnung. Und das sind die weiteren Varianten für den Rapid-Cheftrainer. Auf Rapid-Seite habe ich momentan wenig Fantasie, von der Bank noch viel zu machen, weil die Offensivspieler okay unterwegs sind. Ante Bajic vielleicht? Ja, aber ist natürlich eine Option. Nur die Frage, die sich heute dann stellt, wer geht raus? Krühl ist gekommen, Zimmermann ist gekommen, Kühn finde ich sehr, sehr gut im Spiel. Also du kannst ein Risiko nehmen und irgendwann nochmal die Doppel-Sechs oder in dem Bereich auflösen. Oder du nimmst hinten einmal raus. Ja, und Michael Wimmer wird in Kürze das erste Mal in Form eines Wechsels reagieren. Matthias Braunöder wird wohl James Holland ersetzen. Das liegt wohl auch daran, dass der Australier bereits mit Gelb verwarnt ist. Aber noch wissen wir das nicht mit Sicherheit, für wen Matthias Braunöder aufs Feld kommen wird. Andreas Gruber. Da sollte er nicht für James Holland kommen, ist es eine defensivere Variante dann. Egal, sag ich, wen er dann runterholt. Ja, und James Holland hat seine Sache auch in Hälfte 2 sehr gut gemacht. Ja. Wichtige Zweikämpfe bestritten und konnte auch immer wieder das eine oder andere direkte Duell für sich entscheiden. Dominik Fitz auf Haris Tabakovic, Niklas Hedl, und da ist James Holland und die Rettungstat von Martin Moormann. Riesenchance für die Austria und jetzt noch immer nicht das 3:1. Das gibt's ja gar nicht. Was für eine Tat von Niklas Hedl. Und es bleibt vorerst beim 2:1 für die Heimmannschaft. Das war wirklich unfassbar. Zweimal Haris Tabakovic mit der Einschussmöglichkeit. Kasius mit dem Fehler, James Holland reagiert gedankenschnell, tolles Zuspiel von Dominik Fitz. Hedl kann sich auszeichnen, dann Martin Moormann steht genau richtig, James Holland reklamiert da auf ein strafbares Handspiel und dann aus kürzester Distanz vergibt Haris Tabakovic diese Möglichkeit. Und da können sich die Rapid-Spieler ganz klar beim Torhüter bei Niklas Hedl bedanken. Ja. Gute Torwartleistungen bislang von beiden Keepern. Da der nächste Eckball für seine Mannschaft. Und Niklas Hedl, der einmalige österreichische Nationalteamspieler, absolviert ja heute bereits sein 40. Pflichtspiel.
So, es gibt wieder ein wenig Rauchentwicklung aufgrund der Austria-Fans. Alles halb so wild. Brauneder wurde offensichtlich zurückgepfiffen. Ich wollte es in diesem Moment gerade sagen, weil James Holland da so stark in Erscheinung getreten ist. Nein, das ist eine reine Vermutung, aber du hast das. Ja, vielleicht war zwischenzeitlich eine Situation, wo jemand gesagt hat, es kann sein, dass ich Probleme habe und sagt, es geht doch in Ordnung, es ist in Ordnung. Dann musst du den wechselwilligen Spieler leider wieder zurückholen. Gibt lustigere Dinge. Ja, kann ich mir vorstellen. Matthias Braunöder, da haben wir ihn. Da vorne eben wieder Platz nehmen. Die Austria bleibt somit zunächst einmal unverändert. Fischer mit dem Ballverlust. Wieder sehr stark in der Entstehung von Nicolas Kühn. Die Austria eventuell mit dem Konter im eigenen Stadion. Dominik Fitz ist kaum vom Ball zu trennen. Ja, ich glaube aber auch, wenn. Also, ich habe kein Verwandtschaftsverhältnis zu Kühn, aber ich glaube ganz einfach, wenn er fit bleibt und in die nächste Saison geht, kann er so eine Rolle wie Fitz bei Austria, kann er bei Rapid spielen. Ja, sagen viele, eine absolute Verstärkung. Wenn er fit ist, wie gesagt, dann kann er definitiv für den Unterschied sorgen. Reinhold Ranftl nimmt hier auch noch einmal die eigenen Fans mit. Wie viel Kraft steckt in diesem Reinhold Ranftl? Für Sie der Hinweis, diese Woche gibt es die Rückspiele in der Champions League. Peter, du warst ja beim Mailänder Derby bei uns im Studio mit dabei. Inter trifft am Dienstag auf den AC, geht mit einem 2:0 Vorsprung in das Rückspiel, und Manchester City, da ist noch alles offen. Da gab es ja in Madrid mit David Alaba die Königlichen ein 1:1 unentschieden. Aber da freuen wir uns natürlich schon drauf, auf diese zwei Duelle. Ja, ja, ich bin Dienstag wieder dabei. Sehr schön. Und für dich Inter schon so gut wie durch? Also, ja, ich sag's so, wie es ist. So wie die Formkurve momentan von Inter ist, würde ich sagen, ja. Sonntag wurde Lukas Mühl ausgehebelt. Und natürlich auch spannend dann aus österreichischer Sicht, wie tun sich die Königlichen, wie tut sich Real Madrid mit David Alaba in Manchester. Wird schwer und unlösbar. Ja. Nein, aber? Nein, glaube ich nicht. Also, wenn es eine Mannschaft momentan auch hinbekommen könnte, City zu Hause zu schlagen, dann diese sehr unausrechenbare Mannschaft von Real Madrid. Die auch ausgezeichnet verteidigen kann, wie wir im Hinspiel schon erkennen durften. Nicolas Kühn. Also zunächst wartet Alexander Hakan noch ab und dann gibt es doch den Pfiff. Sprich, die Entscheidung lautet Foulspiel von Mormon an Ranftl. Die zwei schenken sich weiterhin nichts. Ja. Also hätte er weiterlaufen lassen, hätte geht, sich genau, auch nur Reinhold Ranftl aufgeregt. Sag ich auch, genau. Also ist alles okay. Wenn ein Kontakt da ist, kannst du immer darüber diskutieren, kann man da faul geben oder nicht. Und nicht jeder Kontakt ist faul und trotzdem kann man es so bewerten. Starker Pass von Dominik Fitz auf Andreas Gruber. Denso Casius putzt aus und Casius hat wahrscheinlich Informationen von Stanko bekommen, dass er nachschieben muss und alles richtig macht. Mal schauen, ob der Stanko dann in der Situation auch erkannt hat. Er hat definitiv zur Pause zugehört. Ja, natürlich. Sehr stark analysiert von Marko Stankovic. Also die offizielle Zuseherzahl hier in der ausverkauften Generali Arena lautet 14.703 Fans, inklusive uns beiden hier im Stadion.
Dominik Fitz im Duell mit Kühn. Und jetzt Marvin Martins. Lukas Mühl bekommt nicht mehr die gewünschte Kontrolle. Nächste tolle Möglichkeit der Austria. Gut nachgesetzt von Bernhard Zimmermann. Guido Burgstaller zeigt auf. Rapid versucht es über die Außen zu lösen. Ballspiel von Burgstaller. Aber da geht es dann wieder mit sehr viel Tempo rüber auf die gegenüberliegende Seite. Es ist wirklich unglaubliche Chance für Austria. Da haben wir es noch einmal. Das Foulspiel von Burgstaller an Gruber und zuvor Marvin Martins nach idealem Zuspiel von Dominik Fitz. Ja, also es ist ja so, dass und auf der anderen Seite trotzdem Rapid immer wieder trotzdem auch gefährlich wirkt, wenngleich die Austria mit diesen Chancen wohl schon höher führen sollte. Die Mannschaft von Michael Wimmer führt noch unter Anführungszeichen mit 2:1 und Niklas Hedl zeigt wirklich eine bärenstarke Leistung. Roman Kerschbaum erzielte ja beim 3:3 Unentschieden in Wien-Hütteldorf gegen die Austria sein erstes Bundesliga-Tor im Dress der Grün-Weißen. Jetzt gibt es dann auch die gelbe Karte für Roman Kerschbaum. Die Leiden des jungen Reinhold Ranftl. Ja, es gibt auch gelbe Karten, die wichtig sind. Im Verbund das Foulspiel. Ja. Kriegt jeder ein Stück davon. Das ist bereits die 8. gelbe Karte auf dem Konto von Roman Kerschbaum. Für welche Variante entscheidet er sich? Dominik Fitz. Klar, er sucht wieder einmal Haris Tabakovic. Andreas Gruber. Und dann segelt er wieder durch die Lüfte. Nächste Top-Parade von Niklas Hedl. Und den wollte er genauso haben, Andreas Gruber. Mit sehr viel Gefühl, überlegt mit der Innenseite. Und sehr viel Drei. Ja, aber wenn wir von tollen Torhüterleistungen sprechen, dann müssen wir auch sagen, dass es unglaubliche Torchancen gibt, gute Qualität an Abschlüssen. Es ist ganz einfach ein super Fußballspiel. Ja, kaum zu glauben, dass es erst 3 Treffer am heutigen Abend gegeben hat. Reinhold Ranftl, für mich der auffälligste Spieler des 340. Wiener Derbys, vor allem was die Laufleistung betrifft. Das ist eine herausfordernde Position, die er sowieso hat im Fünfer Mittelfeld. Muss ein Auge und ein Bein immer nach hinten haben und ein Bein immer nach vorne. Und jetzt Guido Burgstaller mit Beginn der Rapid-Viertelstunde mit der Einschussmöglichkeit. Und Sie sehen es rechts oben, die Fans der Hütteldorfer. Auch die machen sich bemerkbar. Rapid in dieser Saison bereits mit 16 Treffern in der Schlussviertelstunde. Das ist Topwert in der Admiral-Bundesliga. Rapid, so viele Tore erzielt? Ja. Vergangene Saison war es noch umgekehrt. Da gab es sehr viele Gegentreffer. Okay, wobei man dann jetzt sagen muss, ihr kennt mich ja schon relativ gut, ich bin nicht der Statistik-Junkie, ich habe nur gehört, dass sie kein Spiel gedreht haben. Richtig. Das heißt, die wichtigen nach Tore nach Rückstand haben sie in der Rapid-Viertelstunde dann nicht so viel rausgeholt. Ne? Andreas Gruber macht Platz für Alexander Jukic.
Ja klar, Gruber hat das Tor jetzt nicht erzielt mit dem Abschluss. Ich glaube, er hat ein tolles Spiel gemacht und ist ein 1-1-Wechsel. Ja. Offensiver Spieler, Jokic, ein Spieler, der auch sehr gut, einen sehr guten Abschluss hat. Der ja auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, das auch sehr oft getan hat unter Michael Wimmer. Auch in seiner Ausbildung schon im Zentrum, im Mittelfeld. Ja, er kann beides. Kann sicher beides. Aufgelaufen ist. Aber jetzt wirkt es einmal so, dass er den rechten offensiven Flügel besetzt. Genau die Position, wie ganz du gesagt sicher hast, von Andreas Gruber. Ganz sicher. Freistoß für Rapid. Also es könnte hier auch schon gut und gerne 4-2, 4-3 oder 5-3 für die Austria stehen. Und ich lege mich jetzt fest, ich sage, wir sehen heute noch mindestens einen Treffer. Für wen auch immer, ist mir völlig egal. Mal sehen. Wettest du dagegen? Nein, ich wette nicht dagegen, aber ich denke mir, es waren schon so viele wirkliche Großchancen da. Was soll noch kommen? Vielleicht noch einiges. Wir bleiben weiterhin gespannt. Bernhard Zimmermann. Sein Schuss wird noch geblockt. Aber es macht Spaß zuzusehen. Also es ist. So, und schau mal, also nach dann Expected Goal-Werten, also die zu erwartbaren Tore, könnte es 3-1 für die Austria stehen. Das und Matthias Braunöder macht sich schon wieder bereit zu seiner Einwechslung. Vielleicht darf er jetzt dann wirklich in ein paar Augenblicken mitwirken. Also mit Sicherheit. Jetzt holt er ihn nicht mehr zurück. Ich traue mal sagen, wenn er ihn nochmal zurückholt, verliert er ihn für die nächsten 14 Tage. Reinhold Ramftl antizipiert hier richtig. Und dann gibt's den Corner der Austria. Da haben wir ihn, Matthias Braunöder. Dahinter der vierte Offizielle, Harald Lechner. Erfahrener Schiedsrichter. War ja am vergangenen Freitag bei der Begegnung WSG gegen die SV Ried als VAR im Einsatz. Da gab es ein paar Diskussionen, aber lassen wir das lieber. Und Stand jetzt belegt die Austria weiterhin den vierten Platz in der Tabelle. Dieser berechtigt ja zur dritten Runde der Conference League Qualifikation. Und Matthias Braunöder ersetzt erwartungsgemäß James Holland, der ja heute beinahe das 3-1 erzielen konnte. War ein wichtiger Faktor. Hat vieles von dem, was ihn auszeichnet, gut gemacht. Hat in der ersten Halbzeit einige Abspielfehler gehabt. Trotzdem Stabilisator und ein gutes Spiel gemacht. Wichtig auch aufgrund seiner Routine. Jetzt ersetzt ihn U21-Nationalteamspieler Matthias Braunöder. Der aufgrund eines Magen-Darm-Virus nicht ganz fit noch am heutigen Tag war bzw. ist. Besetzt sofort die Position als Sechser an der Seite von Manfred Fischer. Sprich auch hier der Wechsel 1-1 positionsgetreu. Alexander Jukic taucht einmal auf der linken Seite auf. Manfred Fischer, rechts ist Reinhold Ramftl frei. Das Zuspiel misslingt. Aber auch hier dann wieder gut zugestellt von der Austria. Ja.
Und von der Systematik her ist es dann ein 3-4-2-1 mittlerweile bei den Violetten. Aber das bleibt natürlich alles variabel. Richtig. Lukas Mühl ist immer wieder in wichtige Zweikämpfe verwickelt. Der Vertrag des Kapitäns läuft ja aus und sein Verbleib bei den Veilchen über diese Spielzeit hinaus bleibt ungewiss. Da konnte auch Manuel Ortlechner heute noch nichts Positives aus Sicht der Austria vermelden. Marco Krühl, der setzt ja an 3:3 den Schlusspunkt per direkten Freistoßtreffer. Also den Schlusspunkt, was das Toreschießen betrifft. Ja, und auch nicht außer Acht zu lassen, der Superdonnerstag. Da gibt es ja auch die Rückspiele im Halbfinale der Europa- und Conference League. Zum Beispiel die Leverkusener haben einen 0:1 Rückstand gegen die AS Roma aufzuholen. Juventus ja noch mit dem späten Ausgleichstreffer gegen den FC Sevilla. Und jetzt eventuell die Möglichkeit für Rapid. Aber wieder gut verteidigt von der Austria. Niklas Hedl ist da weit aus seinem Tor heraus und löst das Ganze dann auch sehr cool. Ja. Und Alexander Hakan sagt dann, bitte Beeilung bei der Ausführung dieses Einwurfs. Und bei der Austria steht Nikola Dovedan bereit. Er wird wohl bei der nächsten Spielunterbrechung in die Partie kommen. Und bei Reinhold Ranfl, da kündigt sich jetzt schon langsam ein Krampf an. Man kann es ihm verdenken. Dominik Fitz macht Platz für Nikola Dovedan. Er sorgte jeweils für die Torvorlage durch den Treffer zum 1:0 bzw. 2:0 von Haris Tabakovic. Er hat ein ausgezeichnetes Spiel gemacht, Dominik Fitz. Ja, der Spieler, der die Kreativität gebracht hat. Und beim SK Rapid wird in diesem Moment die Viererkette aufgelöst. Ein Verteidiger macht Platz für einen offensiven Spieler, für Ante Bajic. So wie wir es besprochen haben, das ist die einzige Möglichkeit, noch mehr Offensive ins Spiel reinzubringen. Die Viererkette aufzulösen. Ja. Ja, somit bleiben im Defensivverbund Linksfuß Kevin Wimmer, Michael Solbauer und Enzo Casius. Davor dann im Mittelfeld Greil und Kerschborn. Das bleibt alles unverändert. Und Bajic versucht wohl auch über die Außenposition mitzugehen. Über die linke Seite, auf der von Marco Krühl, für Impulse zu sorgen. Marco Krühl. Guter Ball. Alexander Jukic bleibt unnachgiebig, deswegen muss es dann Casius über den eigenen Torhüter lösen. Gefährlicher Ball. Der geht durch auf Guido Burgstaller. Die Riesenmöglichkeit. Und der Führende der Torschützenliste lässt hier das 2:2 aus Sicht von Rapid liegen. 86. Minute. Und Christian Früchtl ist auch noch unglücklich weggerutscht. Ball geht durch, Martins verschätzt sich etwas. Meisel kommt nicht mehr entscheidend in das Duell. Und Guido Burgstaller weiß, das muss das 2:2 sein. Ja, aber was sollst du nach so einer Saison dem Guido Burgstaller vorwerfen? Das ist das Problem, aber klar, die hat er schon oft gemacht. Und das sind halt die Situationen, die Austria im nächsten Saison abstellen muss. Das ist ein Ball, das ist ihnen zu oft passiert in der Saison, deswegen sind wir wieder beim Thema. Sie spielen wunderbaren Fußball, aber nach hinten müssen sie sich verstärken. Und eventuell jetzt die Entscheidung, kein strafbares Handspiel.
Und die läuft weiter. Der neue Mann, Nikola Dovedan. Alexander Jukic. Und dann ist abermals Endstation bei Niklas Hedl. Aber beinahe hier der, ich denke, das kann man schon so formulieren, Lucky Punch des SK Rapid, denn die Austria hatte Riesenmöglichkeiten auf die Entscheidung. Bernhard Zimmermann und Lukas Mühl mit Erklärungstat und dem anschließenden Jubel über seine Aktion. Da ist sie noch einmal, diese Top-Gelegenheit von Guido Burgstaller. Gute Ecke. Der Kopfball wird wieder einen Check geben, glaube ich. Burgstaller wird geblockt, also eventuell war da ein strafbares Handspiel dabei. Ball war noch nicht zur Gänze über der Seitenauslinie, oder doch? Zumindest nach Meinung des Assistenten. So, und dann haben wir noch einmal den Eckball von Rapid. Nein. Alles in Ordnung. Und auch in Ordnung das Zweikampfverhalten mit Michael Solbauer. Doron Leitner heute das erste Mal nach überstandener Verletzungspause im Einsatz. Und Alexander Hakamp, der bekommt dann schon auch noch etwas aufs Ohr gesagt vom VAR. Also es wird gecheckt, ob es da ein mögliches Foulspiel gegeben hat im Strafraum der Austria. Nein, dieses vermeintliche Handspiel. Also sollte eigentlich erledigt sein. Und jetzt zeigt es auch der Unparteiische an. Es wird weitergespielt. Es gibt keinen Strafstoß für Rapid. Aber dieses Spiel hat weiterhin einiges zu bieten. Jetzt wird es auch noch ein wenig emotional, weil Haris Tabakovic und Kevin Wimmer ein paar Meinungsverschiedenheiten haben. Und das teilt der Stürmer dann auch noch Alexander Hacker mit. Marco Grüll versucht da die erhitzten Gemüter ein wenig zu beruhigen. Gut, der Fuß von Kevin Wimmer ist schon oben, keine Frage. Aber Absicht möchte ich ihm da. Ja, das ist in dem Fall aber oben, weil es vorher ein Foulspiel gegeben hat. Und jetzt nicht deswegen, aber aufgrund der Situation, dass er eben gezogen wurde. War ein Ziehen und dann fällt er. Gibt ja auch Freistoß für die Austria. Ja, ja, alles richtig. Alles in Ordnung. Wir befinden uns bereits in der 90. Minute. Die Gastgeber führen weiterhin unverändert mit 2:1. Liegen damit derzeit einen Zähler in der Tabelle vor den Hütteldorfern mit einem Zählervorsprung. Das Ganze auf Rang 4. Es gibt hier noch 5 Minuten an Nachspielzeit. Geht in Ordnung, finde ich. Ich wollte gerade exakt das Gleiche sagen. Freut mich. In dem Fall sogar dasselbe. Eckball. Führt den Marco Gröhl jetzt schnell aus. Nein, er wartet nein, dann schon auf seine logisch nachrückenden Mitspieler. Gut verteidigt. Die Austria bleibt sehr aufmerksam in der Defensive. Cassius hätte gerne den Freistoß. Es folgt der Einwurf für die Hüttendorfer. Kommt sicher ein langer Einwurf. Bernhard Zimmermann macht sich schon bereit. Haris Tabakovic hilft im eigenen 16 aus.
Ja, den wollte er so nicht anders haben. Ja. Aber Rapid zeigt hier in den Finalminuten noch einmal sehr viel Leidenschaft. Kann sich jetzt immer wieder auch im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Marco Gröhl. Sehr clever gemacht von Alexander Jukic. Hui, und da fliegen ein paar Becher, das wollen wir überhaupt nicht sehen. Völlig unnötige Aktion. Und das sagen jetzt auch die Spieler der Austria den Leuten auf der Tribüne. Also ich habe da jetzt gar nicht erkannt, was los war genau. Viel Aufregung um nichts. Die Reaktion, okay, der Jubel von Reinhold Ranftl in Richtung von ein paar Rapid-Anhängern. Und die Aufregung von Haris Tabakovic, der jetzt die gelbe Karte sieht, aufgrund von Kritik. Viel war es nicht gegen Kevin Wimmer. Nein. So, und jetzt wird es hier sehr hitzig. Kevin Wimmer ist auch wieder dabei. Ein Austrianer ist zu Boden gegangen. Dazu auch noch Denso Casius. Und da wollen sie sofort Kevin Wimmer stellen. Manfred Fischer, Reinhold Ranftl. Und Alexander Acker muss hier den Überblick behalten, bewahren. Aber finde ich auch eine starke Aktion von Reinhold Ranftl. Der da Kevin Wimmer sofort wegschickt. Und da haben wir noch einmal die Aktion, also das Ball wegschießen von Alexander Jukic. Das ist eine Unsportlichkeit, dafür muss er die gelbe Karte sehen. Und dann auch Kevin Wimmer, ja. Völlig unnötige Aktion. Da sprechen wir dann schon auch von einer Unsportlichkeit. Gelb, gelb. So, und Alexander Hakam im Austausch mit dem VAR. Und dann geht es darum, ob das eine Tätlichkeit von Kevin Wimmer an Alexander Jukic war. Für mich nicht. Wie gesagt, eine Unsportlichkeit. Du hast das richtig formuliert. Gelb für beide. Wäre für mich nachvollziehbar. Also vor allem dort, wo sich Jukic den Kopf gehalten hat, aber gar nichts. Ne? Also ist eine Unsportlichkeit nicht mehr, meiner Meinung nach. Ante Pajic auf Nicolas Kühn. Es läuft bereits die sechste Minute der Nachspielzeit. Patrick Reil mit der Eingabe auf Michael Solbauer. Und Christian Früchtl packt ganz sicher zu. Das war wohl die letzte Chance in diesem 340. Wiener Derby. Aber auch in dieser Situation, 96. Minute, drei Spieler von Rapid am der zweiten Stange quasi frei bei einer Flanke. Es ist dann zu billig. Und jetzt das 3:1 durch Haris Tabakovic. Er setzt den Schlusspunkt und sorgt für die Entscheidung.